Hallo Leute, da ich gestern immer dazu gekommen bin, das Video hochzuladen, mache ich jetzt hiermit zwei Videos in einem. Zuerst kommt das Video von gestern und anschließend das von heute. Ich bitte das Ganze zu entschuldigen und wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. Tschüss. Und morgen Leute, es ist jetzt 7 Uhr, gleich gibt's Frühstück. Heute habe ich nicht so viel zu tun. Drei Termine stehen drauf. Anschließend habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da werde ich dann auch ein bisschen was über Stottern wieder sprechen. Also abends habe ich dann noch diesen Ausflug. Und ansonsten liegt heute nicht viel an. Hyperthermie und Krankengymnastik und Wärmebehandlung. Und das war es im Großen und Ganzen. Heute geht mir es viel besser. Ich weiß nicht, was gestern los war. Ich war tierisch müde, den ganzen Tag über. Ich hoffe, dass das nicht wiederkommt. Ich kann darauf verzichten. Ich wünsche euch was. Ich melde mich später wieder. Okay. So, okay, ich glaube, ich habe es jetzt im Griff. Also, nachher gehe ich noch mit der Gruppe hier auf einen Ausflug zum Holzschnitzer nach Zell runter und anschließend kehren wir noch ins Hexenhäuschen ein. Scheint eine lustige Truppe zu sein, scheint ein bisschen lustig. Es scheint ein lustiger Abend zu werden. Mal sehen, was heute Abend noch geht. Die Hyperthermie habe ich gut überstanden. Und ansonsten geht es mir einfach sich recht gut. Ich hatte heute Mittag noch einmal KG und Wärmetherapie. Ansonsten war alles soweit okay. Mir bleibt jetzt leider keine Zeit mehr fürs Stottern durch diverse technische Probleme mit dem System hier. Ich war gezwungen, jetzt ein anderes Programm zu benutzen, deswegen so rum. Also, nächstes Morgen ist Samstag, da habe ich einen ganzen Tag Zeit. Ich denke, da werde ich dann ein Video machen, wo es auch ums Stottern und so weiter ging. Und ging, sage ich, geht. Okay, dann wünsche ich euch noch was und bis dann. Tschüss. Guten Morgen, Leute. Sorry, dass ich gestern nichts mehr hochgeladen habe. Aber als wir zurückkamen, hatte ich keine Zeit mehr. Deswegen packe ich das Video von gestern in das Video von heute mit rein. Ich hoffe, das macht nichts aus. Heute geht es mir gar nicht gut. Es liegen Gott sei Dank keine Termine an. Mir tut der rechte Fuß weh wie eine Hölle. Ich habe um 9 Uhr dann deswegen einen Arzttermin. Mal sehen, was der spricht. Ich melde mich dann morgen wieder, beziehungsweise, na, ich melde mich später wieder, nicht morgen wieder. Und bis dahin, tschüss. So, Leute, also es ist jetzt gleich 2 Uhr. Ich war nach dem Frühstück beim Doktor wegen meinem Fuß. Die haben dann mal einen Salbenverband gemacht. Wissen auch nicht genau, woran es liegt. Ich soll am Montag beim Doktor, bei meinem Arzt nochmal vorbeischauen. Nach dem Rechten gucken, also er ist nicht geschwollen oder so irgendwas. Ich vermute, das ist einer von den Nerven, die für einen tauben Fuß verantwortlich sind, wieder frei geworden sind und dass ich deswegen Schmerzen habe. Anders das kann ich mir das nicht vorstellen. Ich bin nicht umgeknickt und nichts. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich den Fuß überlastet habe, ohne es zu merken. Keine Ahnung, was es ist. Gehe jetzt einfach übers Wochenende her und lege den Fuß hoch. Und mache eben mal nichts und hoffe, dass es bis Montag wieder soweit gut ist. Ja, okay.
Dann haben wir noch das mit der Wäsche. Also ich habe jetzt gerade vorhin noch die Wäsche gewaschen. T-Shirts dann noch in der Waschmaschine. Die muss ich nachher noch in den Trockner schmeißen und dann habe ich auch wieder saubere Wäsche. Und ansonsten Fernseher läuft. Lieg auf dem Bett und guck fern. Naja, muss auch mal sein. Zum Stottern möchte ich den Leuten sagen, die das Problem haben, dass man sich niemals unterkriegen lassen sollte. Lasst euch nicht von anderen irgendwie einreden, dass ihr nicht richtig sprechen könnt oder so irgendwas. Wem es nicht passt, wie ihr redet, der soll eine Nummer größer nehmen. Und ihr solltet euch auf keinen Fall irgendwelchen Druck machen lassen. Macht's wie ich. Geht zur Logopädie, macht euch einen Termin dort, geht dort in Therapie, auch wenn es Überwindung kostet, zuerst dorthin zu gehen. Also mich hat es auch sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Ich habe lange gebraucht, bis ich es gemacht habe. Dort lernt ihr Auswegstrategien anzuwenden und euch damit auseinanderzusetzen. Ihr lernt auf Leute zuzugehen, obwohl ihr stottert. Die Angst ist euer größter Feind. Also, warum solltet ihr einfach dem Sprechen Angst haben? Geht einfach her und tut was und grabt, ne? Vergrabt euch nicht, grabt euch nicht irgendwo ein oder so. Das ist der falsche Weg. Immer drauf zu, anders geht es nicht. Auswegstrategien, darauf komme ich im nächsten Video oder beim nächsten Mal zu sprechen, sind Wege, wie man einen Block oder ähnliches umschiffen kann. Oder wie man aus dem Block wieder rauskommt. Das Schlimmste ist ja, wenn man in einem Block drin hängen bleibt und nicht mehr rauskommt. Dazu spreche ich aber in einem anderen Video und mal sehen, vielleicht gebe ich euch auch noch ein paar Beispiele oder so irgendwas, mal sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, da ich gestern immer dazu gekommen bin, mein Video hochzuladen, packe ich es einfach in das Video von heute mit rein. Deswegen ist dann das heutige Video ein bisschen länger. Dafür gab es halt gestern dann keins. Es tut mir leid, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Aber man ist halt nicht immer da. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis morgen. Tschüss.